Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Nazis, einem Nazi-Hunter, Vandalisten und natürlich mit der Maus und dem Elefant. Lach- und Sachgeschichten. Heute mit Kameraden, dem Feind, echten Deutschen und natürlich mit der arischen Maus und dem Elefanten. Das war arisch. Hallo Kinder, das ist der Christoph. Der Christoph hat heute Waschtag. Und deshalb hat er seine ganze dreckige Wäsche in einen Korb gelegt. Was hockt denn da neben der Waschmaschine? So etwas hat Christoph ja noch nie gesehen. Christoph hat eine Idee. Er schaut im Bücherregal nach. Nein, nicht da, da oben. Ja, genau das. Da drin kann Christoph jetzt nachgucken, was er da eben gesehen hat. Und, hast du die Lösung schon gefunden? Das war ein Nazi. Aber wie geht man mit einem Nazi um? Und was ist das überhaupt? Früher war der Nazi die führende Spezies in Deutschland. Sie war überall zu finden. In Frankreich, Polen, Österreich. Aber der Nazi hatte auch natürliche Feinde. Zum Beispiel den Kommunist und den Amerikaner. Der Nazi hat sich 15 Jahre später stark verändert. Damals sah er so aus. Dann hat er sich gut versteckt. Zum Beispiel in Regierungen oder in anderen führenden Positionen. Fragt doch mal eure Großeltern, was sie so gemacht haben. Der kann euer großer Bruder sein. Die Haare braucht er nicht mehr. Dafür aber diese dicke Jacke. Die schützt vom sozialen Klima und davor, dass er Freunde findet. Die Stiefel müssen so feste und hart sein, weil sie lange auf Märsche laufen müssen. Das ist der Nazi heute. Der sieht aus wie ein normaler Mensch. Klingt komisch, ist aber so. Der hat sich perfekt angepasst. Heute sind sie wieder überall zu finden. Sie waschen unsere Wäsche und wollen unseren Staat regieren. Aber die Alten, die sind fast ausgestorben. Na, Christoph, weißt du jetzt, was das im Keller ist? Und weil der Christoph jetzt noch nicht alles weiß, sucht er im Telefonbuch nach jemandem, der sich mit sowas auskennt. Das ist der Nazi-Hunter. Er ist für die Populationsregulierung der Nazis in freier Wildbahn zuständig. Hallo liebe Kinder, wir sind jetzt hier im Wald und machen uns mal auf die Suche nach einem in freier Wildbahn lebenden Nazi. Ja? Also, die sind mittlerweile sehr schwer zu finden. Ihr Lebensraum ist sehr bedroht durch hauptsächlich linke Polizisten und Ausländer, die sich natürlich auch immer mehr ausbreiten. Ja? Die bringen natürlich auch ihr ausländisches Essen mit. Dadurch hat der Nazi auch nicht mehr so viel Essen zur Verfügung hier im freien Lebensraum. Ne? Also wir müssen ganz vorsichtig und leise sein. Ne? Hauptsächlich ernährt sich der Nazi von Kartoffeln und er lebt hier im Wald in Höhlen. Da hat er sich mittlerweile hin zurückgezogen. Ne? Und jetzt hier
Ich kann ihn schon riechen, ne? Ich kann ihn riechen. Wenn ich hier mal so gucke, ne? Hier haben wir ganz eindeutig Nazi-Spuren, ja? Hier so angekaute Kronkorken. Bier ist auch eine ihrer Hauptnahrungsquellen, ja? Also immer wieder typisch für Nazis. So, ich werde jetzt hier mal den klassischen Nazi-Ruf machen, mit dem sie sich untereinander verständigen. Das ist... Pass auf. Psst. Heil, heil! Heil, heil! Oh, da hinten ist einer. Da. Heil, heil! So verständigen sie sich untereinander. Ich würde sagen, wir pirschen uns jetzt mal an. Keine Müdigkeit vortäuschen, Bella. Los, komm! Ein Exemplar, sich. Ein Prachtexemplar. Ja, wunderbar. Hier, erstmal fesseln hier. Hier, dieser dreckige Nazi. Alles klar. Guckt euch das an hier. Hier, da könnt ihr es sehen. Da ist das klassische Nazi-Zeichen. Hier, guckt euch den Kopf an. Da die typischen klassischen Nazi-Nase, Nazi-Kinn hier. Kronkorkenabdrücke an den Zähnen. Ein klassisches Merkmal vom Baum- und Waldnazi. Das, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Los, komm! Der Nazi-Hunter gibt Christoph noch ein paar Tipps, wie er mit seinem Nazi am besten umgehen sollte. Täglich füttert man ihn mit 3 Kartoffeln und 10 Flaschen Bier. Christoph hat heute viel gelernt, wie Nazis aussehen, wie sie leben und wie man sie finden kann. Christoph stellt seinem Nazi schon die erste Tagesration hin. Er wacht auf, Christoph. Jetzt aber schnell weg. Das ist der Wald. Die sind verknallt und das ist Gewalt. Nein, nicht das, sondern das hier. Kennt ihr nicht? Erkläre ich euch. Es gibt verschiedene Arten von Gewalt. Die älteste ist die Urgewalt. Danach entstand die Gewalt gegen sich selbst. Und viele wenden auch rohe Gewalt an. Gewaltige Frauen gibt es natürlich dann auch noch. Und die haben dann irgendwann die sexuelle Gewalt erfunden. Weiter geht's dann nach der nächsten Maus. Vandalismus ist auch eine Art von Gewalt. Und wenn man im Alltag die Augen aufmacht, begegnet man einem ganz viele Arten von Gewalt. Guck mal her, Gewaltenteilung zum Beispiel. Aber auch Wörter können wehtun. Und wenn sich Menschen nicht mehr lieb haben, kommt es zu häuslicher Gewalt. Außerdem gibt es noch die sportliche Gewalt und den bösen Telefonterror. Guck mal hier. Von Gewalt bekommt man gewaltigen Hunger. Deshalb gibt es die Tiergewalt. Gewalt ist allgegenwärtig. Seid also immer auf der Hut.